Stalunia ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Gestein. Er existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Stolrak und dann zu Stolossvalz entwickeln, welches wiederum eine Mega-Entwicklung vollziehen kann. Stalunia ist ein sehr kleines, dafür jedoch schweres und rundlich gebautes Pokémon mit einem hauptsächlich dunkel- und hellgrau gefärbten Körper. Sein an einen Felsbrocken erinnernder metallischer Körper ist dunkelgrau und steht auf vier fußlosen hellgrau gefärbten Beinchen. Auf dem Rücken befindet sich eine ebenfalls hellgraue Stahlplatte als Panzer, welche schwarze Löcher und ein metallenes rechteckiges Horn aufweist. Kopf und Torso sind etwa gleich groß, auch sein ovaler Kopf ist aus hellem Metall geformt und mit dunklen Löchern übersät. Aus zwei davon lugen seitlich die Augen hervor. Sie sind schwarz umrandet und bestehen selbst aus blauer Lederhaut und kleinen schwarzen Pupillen. Seine Shiny-Form unterscheidet sich leicht von der Normalform. Die üblicherweise blau-schwarzen Bereiche tendieren leicht ins Grünliche. Ferner besitzt Stalunia nun rote Lederhaut. Stalunia ist zwar nicht besonders flink, weist jedoch durch seinen Metallpanzer sehr hohe Verteidigungswerte auf und nutzt seinen harten Körper für kräftige physische Angriffe aus. Die defensiven Qualitäten seines Panzers zeigen sich in den Attacken Härte, Eisenabwehr und Schutzschild. Es kann die Platten jedoch auch mittels Autotomie abstreifen und seine Geschwindigkeit dadurch erhöhen. Stalunia kann neben kräftigen Stahlattacken wie Eisenschädel oder Eisenschweif auch einige Gesteinsattacken wie Felsgrab oder Steinhage erlernen und damit Feinden zu Leibe rücken. Mittels Ramboss macht es sich sein hohes Gewicht zunutze und Metallstoß nutzt es aus, um Attacken zu kontern. Es kann mittels Brüller und Metallsound auch laute Geräusche erzeugen, um Gegner zu erschrecken. Ja, sein dicker Panzer schlägt sich auch in seinen Fähigkeiten nieder, so wird es durch Robustheit vor Attacken beschützt, die es mit einem Schlag besiegen würden, während Steinhaupt es vor Rückstoßschaden bewahrt. Einige Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Schwermetall auf, sie sind doppelt so schwer wie ihre Artgenossen. Stalunia lebt in dunklen Schächten von Höhlen, die tief ins Erdreich eindringen. Wilde Exemplare lassen sich beispielsweise in der Granithöhle in Hönn oder der Omega-Höhle in Carlos beobachten. In dieser Umgebung gräbt das Eisenpanzer-Pokémon auch nach Eisenerz, von welchem es sich ernährt, um seinen stählernen Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Stalunia wagt sich bei großem Hunger, wenn es in den Bergen keine Nahrung findet, an die Oberfläche. Es richtet zuweilen große Schaden an, wenn es dann Brücken und Bahngleise aufrisst und wird in einigen Regionen als regelrechte Plage angesehen. Auch wurden schon Exemplare beobachtet, die Autos und Lastwagen demolieren, um sie zu einer handlichen Mahlzeit zu verarbeiten. Wenn Stalunia vor der Entwicklung steht, wirft es seinen Stahlpanzer ab, um einen größeren auszubilden. Die abgelegten Panzerplatten können gesammelt und zu hochwertigen Metallerzeugnissen weiterverarbeitet werden. Dabei ist Stalunia ein Basis-Pokémon, kann sich zu Stolrak weiterentwickeln, welches sich wiederum zu Stolos weiterentwickeln kann, das dann wiederum mittels eines Stolos-Nieten zur Mega-Entwicklung fähig ist. Im Laufe seiner Entwicklung verwandelt sich das kleine felsbrockenartige Pokémon über eine vierbeinige Steinechse schließlich zu einem zweibeinigen, sauriartigen Pokémon, während sich seine Metallplatten und die Stacheln darauf stetig ausprägen. In den Spielen wird die Entwicklung von Stalunia zu Stolrak beim Erreichen von Level 32 und von Stolrak zu Stolos bei Level 42 und mit der Mega-Entwicklung durch ein Stolos-Nieten ausgelöst. Mit der Typenkombination ist Stalunia immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Normal- und Flugattacken, nimmt halben Schaden gegen Eis-, Psychokäfer-, Gestein-, Drachen- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Wasser und vierfachen Schaden gegen Kampf- und Bodenattacken. Der Rest macht normalen Schaden.
Wobei wir eine Ausnahme von Generation 3 bis 5 haben, denn dort machen Geist- und Unlichtattacken nicht normalen Schaden, sondern nur halben Schaden.